Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind schon ein Riesenbiest, ne? Wir haben schon ziemlich viele Provinzen. Ich weiß gar nicht, wie viele, warte. Das sieht man, glaube ich, hier ganz gut. Warte, nee. Wo steht das mit den Provinzen? Moment. Das könnte hier stehen. Provinzen 22, genau hier. Genau, in Regionen 75. Okay. Alles klar. So, was machen wir denn heute? Oh, der ist ja in die linke Falle. Ah, genau, das war die große Schlacht da. Die Schlacht. Mit denen werde ich. Ja, nach Pelham muss ich da nicht hin. Mit denen werde ich hier jetzt Epidamnos einnehmen. Oh. Dann sitzt der Knabe hier ein bisschen in der Falle. Zerstörer der Enyo. Das klingt ein bisschen spanisch. Okay, der kommt dahin und der kommt dahin. Sorry, Darius Untergang wird jetzt unterstützt von dem Stolz hier. Warte mal. Ich könnte mit dem Stolz auch hier das angreifen. Könnte ich das gewinnen, ist die Frage. Der hat auch viel Kavallerie. Bürgerkavallerie ist sowas dann egal. Aber die ist schon nicht schlecht. Lanzen-Hippies. Die sind auch gut. Vor allen Dingen, also er hat halt mehr Einheiten als Alexander Stolz. Und Alexander. Ja, nee. Das mache ich mal nicht. Ich stelle mich aber hier hin. Daneben. Weil dann überlegt er sich, glaube ich, zweimal aber angreifen soll. Und kann. Ich habe hier sehr viel Fernkampf. Fällt mir gerade auf. Da hole ich mir hier nochmal bisschen mehr Kavallerie. Du stehst da eigentlich ganz gut. Du hast keinen Fernkampf. Keinen Fernkämpfer. Das ist mal interessant. Aber ich habe hier das lange nicht mehr gespielt, deswegen. Wie kann ich euch dienen? Deswegen ist das ein bisschen complicated hier. So, da kommt mal der Attentäter. Und du da, du. Warte mal. Ich muss mal schauen. Was machst du hier vielleicht? Also, wollte ich den hier hochbringen? Weil wenn ja, das ist ja nicht ganz so gut. Weil hier habe ich schon drei Spione, aber hier unten, das will ich ja auch noch einnehmen. Das heißt, du kommst mal hier nach da unten. Du gehst mal hier hin. Weil sobald ich dieser Dame Krieg anbiete. Ich biete ihnen Krieg an, also ich bedrohe den nicht. Ich biete ihnen das ganz diplomatisch an. Also, so ja, wir könnten jetzt mal Krieg führen, wenn du willst. Aber nur, wenn du willst. Weil, also, wegen mir muss das nicht sein, aber ja, schon irgendwie schon. Also, ich fände es ganz nett. Es würde mir Spaß machen. Aber wenn du nicht willst, dann
Muss das nicht sein. Gut, sorry. Mit dem werde ich dann auch langsam rausmarschieren. Mit dem danach auch. Und dann gucken wir mal. Das ist nicht unserer, das ist nicht unserer. Und das ist unserer. Nochmal, da hatte doch letzte Woche. Also für mich ist es. Nee, für euch auch, oder? Es ist jetzt Mittwoch? Nee, es ist Donnerstag. Ich bin verwirrt. Gut. Also, machen wir weiter. Du bist ein Hinterhalt. Geheime Aktion. Machen wir dann Nachtangriffe, ne? Die anderen bekommen nichts. Stimmt, da war ja was. Okay, der hat was mit meiner gemacht. Und die machen was mit meinen Agenten da oben. Gold ist ein Geschenk, das viele. Also die bieten mir zwar 5000 an, aber nö. Nö, den schmeiße ich jetzt aus Griechenland raus. Den Spartaner, ja. Yeah. Ja, das brauche ich nicht zu spielen. Es war aber irgendwie klar. Also, aber lieber verliere ich ein Dorf als eine ganze Streitmacht. Also, beziehungsweise die Streitmacht hätte ich zu 80% nicht verloren. Aber sie wäre sehr dezimiert gewesen. Deswegen. Deswegen ist es so, glaube ich, besser. Jetzt geht die zurück. Wurde entdeckt. Forschung abgeschlossen. Kind ist geboren. Natürlicher Tod. Nochmal. Diebstahl. Ja, okay. Also Diebstahl ist jetzt nicht ganz so schlimm. Kann ich euch behilflich sein? Attentat. Ups. Jetzt kommt eine Attentäterin. Tschüss. Oh, oder doch nicht. Okay, das sind jetzt zwei Fullstack-Armeen. Dann, hallo. Oder warte. Ah, nee, der. Doch, der ist, nee, hä? Wahrscheinlich, weil es zu nah ist. Das könnte sein. Unser Pfad ist versperrt. Marsch! Das Überraschungsmoment wird so. Auf unserer Seite sein. Du willst den nochmal ja, pöbeln. So, da ist sie hin. Ich habe gerade überlegt, wo die hingegangen zu sein scheint. Zwei. Wow, da kann ich nicht wirklich was. Entschuldigung. Ich würde sagen, wir rächen uns jetzt mal, ne? Wir haben hier zwar keine Fernkämpfer, aber ja auch nicht so. Uiuiui, was ist denn los? Uiuiui, Entschuldigung. Ah, er kommt raus. Das ist praktischer für uns. Er hat zwar mehr Kavallerie als ich, aber das wird schon passen. Gut, wir stellen uns natürlich hier auf, damit wir sehr hochgestellt sind. Ja, doch, wir haben ja Fernkämpfer. Sorry. Wir machen hier die rechte Flanke stark. Also defensiv. Damit die rechte und die Mitte oder die rechte Flanke und die Mitte lange aushalten, bis meine Schwertkämpfer hier drumrum schlamenzeln.
stehen Dummköpfe und Bauernlümmel. Die Frage ist natürlich, wie komme ich am besten an die Katapulte ran? Ich muss irgendwie an die... Ich muss irgendwie an die Katapulte ran. Oh, die fangen jetzt schon an zu schießen. Ja, super. So, aber viel Damage macht er nicht. Also hier hat er 6, hier hat er 5. Also es geht. Okay, einfach Ablenkung. Einfach ablenken. So, das ist jetzt gut, dass er... dass er seine Einheiten jetzt getrennt hat. Also Katapulte hat er jetzt stehen gelassen, was sehr gut ist. Und jetzt kann ich sogar seine Kavallerieeinheit chargen, weil hier ist die Grenze. Das ist sehr schön. Das hat sich schon mal gelohnt. Also gegen einen echten Spieler hätte das nie geklappt. Da muss man schauen, dass man die Munition von dem Feind den Feind so angreift, dass er die Munition verschwendet. So. Ja, diese da. So, jetzt fange ich mal an mit der Offensive. Weil er ist ja jetzt ein bisschen weit gespreadet, also gespreizt. Weit aufgefächert. Und das ist ja gut für uns. Hier können sie ja schon mal lösen. Schon mal anfangen zu schießen. So, jetzt versuche ich wieder den in eine Falle zu bringen. Ja, das war zu früh.
Kavallerie zu euren Diensten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na, das passiert. Männer wanken. Da kommt Infanterie bereit. Jawohl, Kommandant. Hä? Achso. Na klar. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, dann mach ich mal hier. Unser General wird angegriffen. Ja, natürlich wird er angegriffen. Das ist ja auch in Ordnung. Gut. Das ist ein Klettererfolg, würde ich sagen. Die Katapulte stören halt ja jetzt hier extrem, aber... Ja. Ja, das passt schon. Ihr seid auch fertig. So. Gut, Falle ist zugeschnappt. So, meine Pferde sind halt sehr angeschlagen, würde ich sagen. Zu euren Diensten. Marsch! Krass angeschlagen. Schildträger, Befehle! Wehr, Infanterie bereit! Königliche Feldmasken! Auf die Waffen! So, das ist schön. Schön. Jetzt habe ich halt nicht aufgepasst, ob das der General ist, der sterben soll oder nicht. Ich glaube, nee, das war nicht der. Gut. Alles gut. Ah, der bricht aus, das darf ich nicht zulassen. Okay. Hauptsache der General ist tot. So, okay, der ist komplett gestorben. Schade. So, aber sonst war es ganz in Ordnung. 400 Verluste von 2000. Ja. Ja, habe ich ein bisschen dämlich angestellt, aber ja, er ist vollständig tot. Ja. Ja, war nicht ganz so gut. Aber okay. Es war okay.
So, dann würde ich sagen, ja, Kavallerie kann ich hier nicht holen. So, Nachtangriff. 89. Ah, ist genau dasselbe. Aber ich mach das automatisch, ne? Weil das ist ja... Das ist ja jetzt nicht so wild. Also ich hätte es spielen können, damit mein General stirbt. Aber ja, das muss nicht sein. Das muss jetzt nicht sein. So, ich muss schauen, dass die, dass meine, Ernährung jetzt nicht vollständig zusammenbricht. Was sie fast tut. Gut, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Pella. Ich mache mal hier jetzt die Wirtschaft hoch. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man gute Armeen hat, aber nicht dingsen kann, ne? Nicht, ihr wisst schon. Benutzen kann, so. Hier. Ups. So. Dich lasse ich mal. Du wirst dazu. Du wirst dazu. Essen. Ich brauche Essen. Du wirst dazu. Das gibt 3 Nahrung. Passt. Dazu auch. Dich baue ich eigentlich schon. Ah, dich lasse ich mal. Okay, dann habe ich es. Ah, noch nicht ganz. So, gut. Dann würde ich sagen... Schauen wir uns nochmal die nächste Runde an und dann war es das auch schon wieder. Njam, 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 njam. Größten Wagen es mit ihren Feinden über Gallische Konföderation. Nur die Schwachen, das ist die nördliche, ne? Aller. Die sollen mir was zahlen. Ja, wieso sollte ich denen was zahlen, ne? Die sind in keiner Position. Ein weiser Mann hilft seinen Freunden in Zeiten der Not. Braucht ihr ein zusätzliches Schwert gegen diese Männer? Deren Angebot. Die Geten angreifen. Die Geten angreifen. Nee, du könntest Sparta angreifen. Gegen Sparta. Okay, dann machen wir stattdessen Handel. Okay. Habt ihr noch schlechte Erfahrungen gegen Sparta, hm? Alter. Was? Beziehungsweise, das kam ja nach Makedonien. Also nach dem Perser-Kriegen und nach Alexander den Großen kam der Peloponnesische Bund und so weiter. Aber, ja, das kommt ja auch so in der
Sparta-Kampagne, die ich gerade mache. Könnt ihr mal vorbeischauen, ne? Nur die größten Wagen Piktonen. Es, mit ihren Feinden über Frieden zu sprechen. Machen wir ein Handel? Geht gar nicht. Ich bin nicht hier, um. Okay. Mein Volk schätzt Stärke und Mut. Für 2000 ein Klientelkönigtum. Vor allen Dingen da drüben werden wir nie ankommen. Mission erfolgreich. Oh. Mission fehlgeschlagen. Ja, das interessiert uns nicht. Ziel erteilt. Beherrsche 20 Provinzen. Belohnung 5000. 50.000. Ah, das haben wir doch schon, oder? Beherrscht 20 Provinzen. Haben wir das nicht? Aber egal. Gut. Tja, dann würde ich mit denen mal runterkommen. Ich meine, das sind ja die Verteidiger Pellas. Beziehungsweise ich gehe mal mit denen dahin. Die im Norden, die können warten. Also, da bin ich jetzt nicht so. Was ist denn das für ein fetter Hubschrauber da? Gut, mit denen schnappe ich mir diese da. Und ja, das spielen wir, oder? Oh, nee, aber erst nächste Runde. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.